lese, Medikamente im Test der Stiftung Warentest, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. So sieht das Buch aus. Ich bin angekommen im Kapitel Haut und Haare bei Akne und es werden Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und es geht um Antibiotika in Klammern innerlich. Wenn äußerlich anzuwendende Medikamente die Akne nicht ausreichend bessern und die Pusteln zur Vernarbung auf der Haut führen, kommen Antibiotika zum Einnehmen in Frage. Ich lese es nochmal vor und nehme vorher einen Schluck Kaffee. Wenn äußerlich anzuwendende Medikamente die Akne nicht ausreichend bessern und die Pusteln zu Vernarbungen auf der Haut führen, kommen Antibiotika zum Einnehmen in Frage. Doxycyclin in Klammern 50 Milligramm bzw. 100 Milligramm Tabletten, Klammer zu. Geeignet bei mittelschwerer Akne zur zeitlich begrenzten Anwendung, wenn äußerlich anzuwendende Mittel nicht ausreichend wirken. Und Minocyclin in Klammern 50 Milligramm bzw. 100 Milligramm Tabletten, Klammer zu, mit Einschränkung geeignet bei mittelschwerer Akne zur zeitlich begrenzten Anwendung, wenn äußerlich anzuwendende Mittel nicht ausreichend wirken. Mittel mit Doxycyclin sind wegen der besseren Verträglichkeit vorzuziehen. Auch bei Antibiotika zum Einnehmen besteht die Gefahr, dass die Akne auslösende Bakterien resistent werden, was sich daran zeigt, dass sich das Hautbild trotz kontinuierlicher Einnahme der Arzneimittel nicht mehr bessert. Sie sollen daher nicht länger als 2 bis maximal 3 Monate eingenommen werden. Medikamente mit Doxycyclin sind bei mittelschwerer Akne geeignet. Der Wirkstoff Minocyclin ist weniger gut verträglich und deshalb nur mit Einschränkung geeignet. Beide wirken gegen die Bakterien, die sich bei Akne vorwiegend im fetthaltigen Talg der Haarfollikel sammeln. Wichtig zu wissen, da die Mittel in der Speiseröhre haften bleiben und sie dadurch schädigen können, sollten Sie solche Präparate nur aufrecht sitzend oder stehend und mit ausreichend Wasser einnehmen. Nehmen Sie keines der Präparate zusammen mit Milch oder mit kalziumreichem Mineralwasser oder Säften ein, da die Wirkstoffe sonst nicht richtig ins Blut aufgenommen werden. Meiden Sie während der Behandlung Sonnenbäder und nutzen Sie bei starker Sonneneinstrahlung Sunblocker. Entsteht dann auch ein Sonnenbrand mit stark geröteter, entzündeter Haut, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Doxycyclin und Minocyclin dürfen keinesfalls gleichzeitig und auch nicht kurz vor oder nach einer Behandlung mit Isotretinoin-Tabletten angewendet werden, die bei schwerer Akne zum Einsatz kommen. Der Hirndruck kann sonst gefährlich ansteigen. Minocyclin kann die Leber schädigen. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Übelkeit, Erbrechen und/oder dunkel gefärbter Urin auftreten und der Stuhl auffällig hell ist. Wenn Sie bereits eine schwere Leberfunktionsstörung haben, dürfen Sie weder Doxycyclin noch Minocyclin anwenden. Die Substanzen können sich in Knochen und Zähnen einlagern. Die Zähne können sich dadurch gelb, braun oder schwarz färben und anfälliger für Karies werden. Auch kann sich das Knochenwachstum verzögern. Vor allem Kinder bis zum 8. Lebensjahr sollen Doxycyclin und Minocyclin daher gar nicht bekommen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Sie dürfen die Arzneimittel in der Schwangerschaft nur nach sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken einnehmen. Ab dem vierten Schwangerschaftsmonat
beeinträchtigen sie die Zahn- und Knochenbildung des Ungeborenen. In der Stillzeit dürfen sie Doxycyclin und Minocyclin nicht einnehmen, weil sie später an den Milchzähnen der gestillten Kinder Zahnverfärbungen und Defekte am Zahnschmelz hervorrufen können. So, es geht weiter mit Antibiotikum und Benzoylperoxid äußerlich. Bis gleich. Tschüss.